Donnerstagmorgen. Sonne scheint, heute wird es heiß. Der Kumpel fährt gleich zur Chemo. Naja. Und ich fahre am Mittag zum Norbert. Das ist doch gar nicht. Ist das ein rechter Winkel oder? Ja, muss ja hier stehen, genau, 90, dann ist das ein rechter Winkel. Oder? Ja, aber wo ist sie hier? Da. Hier? Das? Ist das der rechte Winkel? Nee. Und wo ist der? Ja, wenn er so steht, wenn das, das hier, die ne? Die äußere Kante auf dem Stiel steht, da war rechter Winkel. Ich hole mal lieber was anderes. Ja, wir können die Probe machen. Das ist ein echter rechter Winkel hier. Ich habe aber auch Lineale. Ja, schiebe mal ein bisschen rein, den. Was zeigt ihr jetzt an? Naja, so. 89 also doch Grad. Da der. Ne? Ja, der. Ja. Doch der. Mhm. Aber trotzdem ist, ich sag mal, wäre schon besser, wenn man. Ja. Ach, hier sind auch genug rechte Winkel. Genau, no, das ist auch ein rechter Winkel. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall hat man jetzt hier die halbe Strecke abgetragen. Ja. Also Hälfte, rübergeschlagen im rechten Winkel, hier ist der rechte Winkel. Ja. Und wenn ich jetzt dieses verbinde mit dem Punkt da oben, ja, dem Punkt B, ja, so, dann muss ich diesen Schnittpunkt hier nehmen und auch hier abtragen auf diese lange. So. Und jetzt habe ich den goldenen Schnitt. Also, wenn ich dies C nenne, dann ist dies ja CB. Ja. Und dies hier ist CA. Ja. Dann gilt, es verhält sich CB zu CA. Mhm. Genauso wie die lange AB zu der größeren. Zu und die Größe entspricht genau 1,618 zu der kleinen. Naja, das ist ja das Verhältnis, ja, ja, dies zu dem, ja, ist dasselbe wie dies zu dem. Und ja, wenn ich das jetzt messen würde, ja, und würde mit dem Taschenrechner mal das Verhältnis ausrechnen, dann hätte ich ungefähr 1,618. Kennst du die Fibonacci-Zahlen? Ja. Die sind 0 und 1 ist 1, 1 und 1 ist 2, 1 und 2 sind 3, 2 und 3 sind 5 und so weiter in der letzten Reihe. Und wenn du die Größe immer teilst mit die kleinere, hast du immer 1,618 zu Schnitt. Und das bedeutet, es gibt eine Weltformel. Der Fibonacci, eine was? Eine Weltformel. Der Fibonacci hat ja bewiesen, dass immer die Ananas oder all diese Früchte so aufgebaut sind, dass sie immer im Fibonacci-Zahlenrelief sich so aufbauen. Milchstraße, Schnecken, so sind ja, da ja, steckt ein großes Geheimnis hinter, ja, im Universum. Die, diese 1,618, die macht mich verrückt. Wenn man das so liest, dann ist ja Wahnsinn. Jetzt nur haben. Ja. Wenn du sozusagen davon ausgehst, entweder bist du hier der Zuhörer oder was, und jetzt geht es für dich jetzt um diesen Schallraum. Ja. Und dann verbindest du den Punkt, diesen, wo die Teilung ist. Ja. Und jetzt hast du auch ein Flächenverhältnis im goldenen Schnitt. Ja. Diese Fläche verhält sich zu der. Ja. Jedes beliebige Dreieck. Du kannst auch das Dreieck so machen. Ja. Du musst dann nur verbinden zur Spitze und dann hast du diese Teilung. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel das akustisch nutzen willst, hättest du solche Räume erschlossen. Du könntest das so machen. Was mich so verwundert hat, weil ich gesehen habe, wenn man
so ein Ding sieht und man sieht so eine, so ein Schneckengehäuse. Ein ganz normales Schneckengehäuse. Ne? Das ist immer, die nächste ist mal 1,618 größer als der nächste Kreis. Ja, Wahnsinn. Das war, und das passt auch auf Tornados und auf Milchstraßen. Passt das. Also da muss irgendwie so eine bekloppte Weltformel sein. Ja, und dann dieses, was ganz interessant ist, wenn du jetzt beispielsweise das hier hast, also jetzt erstmal, ich nehme jetzt einfach mal eine Strecke, du hast die so geteilt. Diese. Also, dann brauche ich wahrscheinlich immer gleich. Und jetzt machst du Folgendes, du nimmst diese Teilung hier. Oder besser ist, ich zeichne das einfach rein, das geht jetzt schneller. Diese Teilung, die ist auch im regelmäßigen Fünfeck. Hm. Und zwar richtig, im Pentagramm. Im Pentagramm. Ja. Dann hast du immer dies, da ist der goldene Schnitt. Entweder so, hier. Hm. Weil ich jetzt sogar den goldenen Schnitt hatte, ist dieses Pentagramm verhältnismäßig richtig sogar. Wisst ihr? Dieses Pentagramm. Und hier erschließt sich dann so ein regelmäßiges Fünfeck. Fertig. Das stimmt. Was ich auch gesehen habe, was ich auch nicht wusste, so interessant, man, der alte Satz des Pythagoras, dass man sagt, a² plus b² gleich c². Ne? Hm. Wenn man den größer hat und hier, das sind ganz große. So. Das bedeutet ja auch, wenn man die Fläche dieser beiden kleiner zusammenlegt, ergibt genau die Fläche des Großen hier. Ja klar. Na klar. Ja, das ist ja der Satz des Pythagoras. Ja. Das ist der Satz des Pythagoras. Ja, aber auch wenn man hier, sagen wir mal, jetzt einen Stern machen würde, habe ich gesehen, in so einer fünfzackigen Stern, da wird genau das gleiche ergeben. Hier ein fünfzackigen Stern, da ein fünfzackigen, da ein fünfzackigen, immer die gleiche. Sozusagen hier die Flächenähnlichkeit. Oder der hat dann drei Hasen genommen. Hier ein Hase, da ein Hase, da ein Hase, die beiden ergeben genau. Am Gewicht hat er auf Waage gelegt, ergibt das Gewicht von dem großen Hase. Ja, das klappt immer. Ja, das hängt mit der Ähnlichkeit zusammen. Das eben, du kannst ja sozusagen, wenn du so ein Quadrat hast und verbindest das jetzt meinetwegen alle Punkte so und kommst dann zu so einem größeren, dann ist ja die Ähnlichkeit durch die Strahlensätze gegeben. Und dann könntest du das übertragen auf ein größeres. Ja. Aber ich hatte dir eine Dropbox reingestellt, die Lösung habe ich nicht gefunden. Da wollte ich noch gar nicht geguckt. Du die findest. Da ist ein Quadrat, der 10 Meter, der ist einfach irgendwie über. Du weißt nicht, wo du hin willst. Der ist weg. Wie wird denn? Ja, habe ich dann noch nicht geguckt. Das ist unglaublich. Mhm. Schalke verliert.
Bilderbuch, ne? Da hat alles gepasst. Aber wenn ich solche Platten, dann sehe ich auch ganz oft den Kalle vor mir, so wie der so. Ja, der hat auch noch so gerne getanzt, ne? Der ist dann immer so geschwitzt. Nee, der ist dann immer so twist, ne? Der hat immer so. Dann sagt er aber, ja, das habe ich, das weiß ich. Und auch danach war es immer kaputt, ne? Dann sehe ich immer den Mann mit dem Gipsbein noch ein bisschen eingegipst, Dr. Klaus. Ja, das habe ich alles so, als wäre das irgendwie so futuristisch. Nothing.
ba 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 ba. Oh, molto bene. Oh, Gislas, Ramonas Mama. Schwenk. Norbert, Norbert Sigma, molto bene. Gislas Mama.